Der Spotify-Algorithmus ermöglicht auch unbekannten Musikern, ihre Musik einem riesigen Publikum vorzustellen. Ich bin Daniel vom Musiklabel Timezone und in diesem Tutorial erfahrt ihr, wie euch die algorithmische Playlist Dein Mix der Woche zu mehr Streams verhelfen kann. Dein Mix der Woche oder auf Englisch Discover Weekly besteht aus 30 Songs, die immer montags individuell für jeden Nutzer automatisch von Spotify erstellt wird. Wir haben da mal eine kleine Grafik vorbereitet für euch. Spotify analysiert euer Hörverhalten und erstellt daraus ein genaues Geschmacksprofil. Gleichzeitig vergleicht Spotify die Songs, die ihr hört, mit Songs, die in ähnlichen Playlisten zusammen vorkommen und analysiert diese. Dadurch findet Spotify heraus, welche Musik ähnlich sein könnte wie eure Musik. Zusammen mit der Analyse eures Hörverhaltens überlegt sich Spotify dann, welche Musik euch wahrscheinlich gefällt, ihr aber noch nicht gehört habt, und stellt sie in deinem Mix der Woche zusammen. Wegen der Masse an Musik, die jede Woche bei Spotify erscheint, bekommen die Songs außerdem ein Ranking. Werden die Songs aus deinem Mix der Woche komplett gehört, in den Lieblingssongs gespeichert oder privaten Playlisten hinzugefügt, steigt das Ranking, während es sich negativ auf das Ranking auswirkt, wenn der Song nach kurzer Zeit übersprungen wird. Musik, die gut ankommt, wird dann über die folgenden Wochen mehr und mehr Hörern in ihrem Mix der Woche vorgestellt und kann letztlich algorithmischen Playlisten wie Fresh Finds oder Fresh Finds Six Strings hinzugefügt werden. Ob das bei euch funktioniert, könnt ihr in eurem Artist-Profile nachvollziehen. Wie könnt ihr den Algorithmus nun für euch nutzen? Von Hörern erstellte Playlisten sind der wichtigste Faktor, um den Spotify-Algorithmus zu bedienen. Ein paar Tipps, wie ihr User-Playlisten für euch nutzen könnt, haben wir in einem anderen Video zusammengestellt. Erscheint eure Musik auf Playlisten zusammen mit Musik des gleichen Genres, werden eure Songs vom Algorithmus wahrscheinlicher im Mix der Woche vorgestellt. Wenn euer Rocksong zum Beispiel auf einer Playliste mit Metallica landet, kann es gut sein, dass Fans der Band oder anderer harter Rockmusik eure Songs vorgeschlagen bekommen. Dafür muss aber auch das Ranking eurer Musik stimmen. Deswegen ist es wichtig, nur auf wirklich passenden Playlists zu erscheinen, damit eure Songs durchgehört und abgespeichert, aber nicht geskippt werden. Eine weitere Möglichkeit, das Ranking eurer Musik schon vor eurem nächsten Release positiv zu beeinflussen, ist das Sammeln von Followern auf Spotify und die Nutzung von Pre-Save-Links. Damit können sich Fans schon vor der Veröffentlichung dazu entschließen, eure neue Musik in ihren Lieblingssongs zu speichern. Viel Spaß beim Musikmachen, viel Spaß beim Promoten eurer Musik. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial, wenn es heißt, wie koche ich meiner Band einen richtigen Latte Macchiato. Bis dann, euer Daniel.